Haltet euch fest, Leute! Hier kommt die ultimative Überraschung für Florian Silbereisen, 42. Die ARD plant eine Megashow zum 20-jährigen Jubiläum dieses TV-Moderators. Es wird ein spektakuläres Fest, bei dem zahlreiche Prominente auftreten, um die glorreichen Jahrzehnte des Showmasters zu feiern. Mit dabei sind Größen wie Thomas Anders, 61, Maite Kelly, 44 und sogar Anna Ermakova, 23. Ja, ihr habt richtig gehört, die Tochter von Boris Becker, 56, wird dabei sein und hat eine besondere Überraschung für den Schlagerstar vorbereitet. Anna wird ihn mit einem spontanen Duett verblüffen und gemeinsam werden sie »So Meeting Stupid« von Frank Sinatra performen. Die Bühne wird glühen vor Emotionen, wenn diese beiden Talente zusammenkommen. Florian kann kaum aufhören, von Annas außergewöhnlichem Talent zu schwärmen. Viele junge Sängerinnen und Sänger versuchen cool zu wirken, aber Anna ist anders. Sie ist absolut authentisch, herzlich und zugleich spontan. Sie verzaubert einfach jeden. Und obwohl Florian nun ein großer Fan von Anna ist, gibt es einige das Supertalent-Zuschauer, die anderer Meinung sind. Nach ihrem ersten Auftritt als Jurorin und mit ihrem Cover von Behind Blue Eyes hat sie viel Kritik einstecken müssen. Aber Moment mal, hat sie nicht mit ihrem beeindruckenden Tanz bei Let's Dance 2023 alle verzaubert? Als Gewinnerin der letzten Staffel hat sie nicht nur die Herzen der Jury, sondern auch des Publikums erobert. Ihre Rückkehr für einen Gastauftritt in diesem Jahr war ein echtes Highlight und ihr Tanzpartner Valentin Lusin, 37, war natürlich auch dabei, um mit ihr erneut zu glänzen. Standing Ovations waren da nur der Anfang für diese Ausnahmetänzerin. Klingt das nicht nach einer Show, die man auf keinen Fall verpassen darf? Seid dabei, wenn die Stars aufgefahren werden und die Bühne zum Beben bringen.